6 Wildkräuter, die ihr auf den Hümmlingpfaden finden könnt. Das Tellerkraut ist eine hervorragende Salatpflanze und ist sogar winterhart. Das sind 2 Rehe. Ein braunes und ein beiges. Da. Die Brennnessel hat jetzt besonders junge und zarte Triebe, also besser wird's nicht. Kirsch ist auch in großen Mengen verfügbar, geeignet als Salat oder als Basis für Kräuterlimonade. Also ich würde sagen, wir haben Glück, weil ich habe ein Hufeisen gefunden. Hufeisen bringen Glück, oder? Ja. Ja, cool. Du hast Hufeisen gefunden. Der Wiesenkerbel wächst überall am Wegsrand und eignet sich als Gewürz für Eintöpfe und Deftiges. So, nach dem rekonstruierten Grab da drüben verändert sich hier die Landschaft auch komplett. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Die Blüten und Blätter der Taubnessel machen sich gut im Wildkräutersalat. Ein weiterer Verwandter der Brennnessel ist die Goldnessel. Sie hilft bei Hautproblemen und Juckreiz. Also Augen auf beim Wandern, es gibt viel zu entdecken.